Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir sind mit Kallio immer noch in Nashadar da, haben in der letzten Episode einen Auftrag für sie ausgeführt, weil der Aufseher ihr das versprochen hatte, dass wir das tun. Und es war sehr witzig. Dabei haben wir eine alte Freundin von Kallio kennengelernt und ihr ein wenig geholfen. So, als nächstes machen wir Schatten des Dunklen Lords. Und mit Schatten des Dunklen Lords sind damit die Schatten oder der Schatten von Darth Yadus gemeint. Und auf dem sind wir jetzt, also dem sind wir jetzt auf der Spur. Wir suchen den guten Vjord Janolz, einen Vertrauten von Darth Yadus, der seine Geheimnisse kennt oder im Mord von Darth Yadus direkt verwickelt ist. So oder so werden wir ein bisschen was über ihn erfahren und das gleich nach dem Intro. Also Freunde, los geht's! Wer hätte gedacht, dass wir jemals wieder im Duros-Sektor landen würden, aber anscheinend gibt es genau hier die Spuren, die wir brauchen, die wir suchen und dort geht es rein. Das heißt, wir laufen jetzt erst einmal hier runter. Gucken wir, ob wir noch die Fahrstuhl noch bekommen. Ui, der Damage war in Ordnung, aber sie springt hinterher, ist unbeschadet und kann uns heilen. Super, Plan ist aufgegangen. Jetzt laufen wir hier entlang. Einfach dem Weg folgen und die erste Tür rechts. Was ist das? Das ist hier auch nochmal irgendwie so eine Nebenquest. Es gibt einige Nebenaufgaben, die man machen kann. Aber diese Nebenaufgaben kann, wie gesagt, jeder Charakter machen. Und ich möchte gerne, dass wir eben mit unseren Charakteren nur charakterspezifische Aufgaben machen. Und wenn wir dann irgendwann einmal uns für einen Charakter entschieden haben, den wir dann letztendlich weiterspielen wollen, wo wir gemerkt haben, mit dem wir am meisten Spaß haben, dann können wir immer noch all diese Nebenaufgaben nachholen. Wenn wir dann zu hoch sind vom Level her, ist das nicht weiter schlimm, weil wir werden runterskaliert. Es hat also immer noch eine gewisse Spannung dann. So, hier müssen wir hoch, glaube ich. Und dann da rechts zu diesem Aufzug. Ich mache mich ja ganz kurz unsichtbar, dass ich an dem gehackten Druiden vorbeikomme und der uns nicht sieht. Den gehackten Druiden. Gibt hier einmal Gehacktes. So. Okay, dort wird gekämpft, aber das ist zum Glück nicht für uns. Das ist wieder ein Sith, der Ärger macht. Wir machen das nicht. Wir gehen natürlich ein bisschen zivilisierter vor. So, ja, als Versteck. Ach, doch nicht so gut versteckt, wenn es auf der Karte schon angezeigt wurde, oder? Oh, sehr gut, da gab es kurz einen Ladebildschirm zwischendurch. Okay, Leibwachen sind hier. An denen gehen wir vorbei, auch ein Schläger. Guck mal hier. Sieht schon cool aus, ne? Leibwache, das ist der Schläger. Hat er gerade irgendwie sein Schwert ausgepackt. Da noch mehr. Gibt bestimmt einen Bonus, wenn man die erledigt, aber ich ignoriere die einfach mal. Ich gehe mal direkt zu Janol. Da ist auch ein Vollstrecker. Kann ich direkt mit dem reden? Ich kann direkt mit dem reden, aber ich mache erstmal den Vollstrecker platt, würde ich sagen, hier. So, super. Wie wär's hiermit? Verpassen wir dem erstmal eine oder zwei. Oder drei oder vier. Sehr schön. Auch mal zwischendurch messern. So, wunderbar. Okay, dann noch ein bisschen mehr Gift auf ihn. Super, klasse. So, komm schon. Zack, sehr gut. Jetzt habe ich keine Energie mehr. Jetzt muss ich nochmal drauf schießen. Da ist ein bisschen blöd, wenn uns die Energie ausgeht, ne? Und ihr seht, der ist Level 22 bis Level 19. Wir holen aber langsam auf. Sehr gut, ich habe nicht mehr genug Energie für meine ganzen Spezialfähigkeiten. Wir müssen ein paar Mal normal angreifen, dann können wir es wieder aktivieren. Sehr schön. So. Das ist ein ganz schöner Schrank. Und ihr seht, die Kämpfe dauern halt entsprechend länger. Ich meine, wir haben die maximalen Modifikationen. Wir können nichts Besseres an Modifikationen drauf haben. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Gegner halt einen höheren Level haben. Und wenn wir sie nicht als Heilerin mit dabei hätten, wären wir jetzt schon lange Kleinholz. So, aber sie macht immerhin noch einen guten Job. Sehr schön. Was war das hier? Irgendein Huttending? Oh, kleiner Einfluss gewinnt. Nein, gib mir das nicht. Okay, gut. Geben wir halt jemand anderem, bei dem das auch Sinn macht im Endeffekt. Wir können auch wieder hier Bonus-Erfahrungspunkte aktivieren. Sich das aufzuheben bringt nichts. Also lieber jetzt, damit wir nämlich die Erfahrungspunkte bekommen. So. Machen! Beschützt mich! Moment. Wir sollen seine Leute besiegen. Okay. Also, wir müssen die Leute erledigen. Es geht nicht anders. Dann machen wir das doch mal. Sehr schön. So, vergiften wir die mal alle. Ich weiß gar nicht, wie viele er hier hat. Ich hätte gar nicht erwartet, dass wir die alle besiegen müssen. Kann doch mal auf das Ding hier schießen. Komm schon. Geladener Schuss. Ah, super, klasse. Ist der auch erledigt. Sehr schön.
Ihr müsst ebenfalls platt machen. Super, der wird sterben. An Gift. Machen wir den noch Platz hier. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es natürlich schon früher gemacht. Ganz klar, ne? Sehr schön. Da hätte ich es beim Reingehen schon gemacht. Meistens ist es irgendwelche Bonusmissionen. So, super. Das Ding ist erledigt. Wir machen uns mal unsichtbar. Schleichen uns mal hier an. Ich würde aber sagen, wir meucheln den hier mal direkt. Sehr schön. Der ist auch gleich platt. Wunderbar. Passen wir dem hier auch noch ein bisschen Zeug. So, ein bisschen Gift. Und dann ist der fast erledigt. Wie der auch noch ausweicht. Ich finde das cool, ne? So ein Revolverheld mit zwei Pistolen hier. Sehr schön. Und nochmal hier unseren Spezialschuss. Wunderbar. Sehr gut. Der ist erledigt. Perfekt. Ich glaube eigentlich, dass wir diesen Überladungsschuss gar nicht mehr benötigen. Der kostet nur Energie, aber der bringt nicht wirklich viel. Da wir ja sowieso meistens die anderen Sachen spammen. Also packe ich den erstmal beiseite, damit ich nicht vergesse, packe ich mal dorthin. Okay, super. So, hey, Janol. Verschwindet. Ich habe euch nichts getan. Ich habe auf dieser Staubkugel nichts berührt und mit niemandem gesprochen. Nehmt das Nötigste mit und folgt mir. Wir bleiben nicht hier. Unverschämtes Kind. Berührt mich nichts. Bleib zurück! Der Rat der Sith hat euch angeheuert, nicht wahr? Oder die Galaktische Republik? Der Mikrosa-Orden? Die Hutten? Es spielt keine Rolle. Mein Meister ist tot. Darth Yadus ist von uns gegangen. Ich habe niemanden mehr, den ich verraten kann. Was? Ich habe niemanden mehr, den ich verraten kann? Ihr sollt auch niemanden verraten. Darth Zorret schickt mich. Zorret? Das idiotische Mädchen glaubt, sie ist ihrem Vater ebenbürtig, was? Ihr versteht wirklich nicht. Lord Yadus muss Vorbereitungen für seinen Tod getroffen haben. Er war Macht, Feuer und Genie. Ich bin sicher, dass direkt nach seinem Tod sein Notfallplan in Aktion getreten ist. Alle, die Lord Yadus je berührt hat, werden vernichtet werden. Das möchte ich mir ersparen. Was für ein Notfallplan? Ich weiß nicht, was er vorhatte. Aber Yadus würde seinen Tod niemals ungerecht lassen. Ich werde nicht mehr Teil der Pläne des Meisters sein. Nie mehr! Ups. Er lebt noch, aber er wird nicht so bald aufstehen. Jetzt müssen wir ihn zum Schiff schleppen. Schnappen wir ihn uns und gehen wir. In Ordnung. Ich dachte, so ein hochrangiger Berater hätte ein paar mehr Credits dabei. Ich wollte doch ein paar Credits mitnehmen. Okay, das Ding ist erledigt. Und jetzt sollen wir das Holoterminal unseres Schiffs benutzen. Also machen wir das und gehen direkt zurück zum Raumhafen, den wir mittlerweile schon sehr gut kennen. Moment, das ist ein Computer. Beim Hacken des Computers findet ihr zwei stark verschlüsselte Dateien. Eine trägt den Namen Pläne, die andere Forschung. Ich würde gerne mal Forschung anschauen. Enthält Nachrichten, die vor 16 Monaten erstellt wurden. Imperiales Forschungsbüro, Sonderprojekt 62991A. Gerät ist nicht effektiv. Hohe Widerstandsfähigkeit kann langsam Produktion, Wachstum und generieren. Also Forschung wird eingestellt. Beiliegendes Bild ist nur für. Okay, das war interessant. Machen wir weiter. Da gibt es noch etwas. Pläne. Teil Pläne eines imperialen Raumschiffs. Dominator, Modell BSX-5, klasse Schlachtschiff, Länge 600 Meter. Da erfahren wir ein bisschen was darüber. Bestückung 8 Jäger, 2 Fähren, Kapazität 2000 Crewmitglieder, 1500 Passagiere. Anfang des können alle Passagiere der Dominator Haftzellen okay, interessant. Also ihr könnt das auf YouTube ja pausieren, euch nochmal in Ruhe durchlesen, wenn ihr das möchtet. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was erfahren über das Schiff, über die Dominator. Ich werde mir dann später, wenn ich die Episode bearbeite, mir das nochmal in Ruhe durchlesen, denke ich. So. Okay, wir gehen also jetzt zurück zu unserem Schiff. Das befindet sich dort hinten, das der Hangar. Und dann werden wir das Holoterminal benutzen und erfahren ein bisschen was von Darth Zorret, schätze ich mal. Da ist ein Gamorreaner, der hier am Schweißen ist. Am Schweinzen. Okay, so. Eine Schweinearbeit. Eine Schweinehitze. Das ist eine Sauhitze. Mit dem Schweinzer. Okay.
So. Da ist unser Schiff. Sehr gut. Dann können wir dort ans Holoterminal gehen. Oh, ich bewundere das immer wieder, wie geil das aussieht. So richtig schön schnittig. Und ich mag auch den Antrieb hier. Schön. Ich weiß nicht, ob das mein Lieblingsschiff ist bisher. Ich mochte doch das vom Attentäter sehr gerne. Aber das sieht schon geil aus, muss ich sagen. Echt, ey. Sehr futuristisch. Mehr als die anderen Schiffe. So, dann wollen wir doch mal sehen, was Darth Yadus zu sagen hat. Außerdem können wir vorher nochmal mit der guten Kallio reden. Hey, Kallio! Das hat ja nicht lange gereicht. Das Geld für Ansby Shell ist weg. Knauseriger Kopfgeldjäger. Habt ihr eigentlich viel mit Ansby geredet? Geschichten von früher erzählt? Vielleicht über mich getratscht? Sie sagte, ihr wärt eine notorische Lügnerin und dass ihr euch erst letztes Jahr getroffen habt. Wundert mich gar nicht, dass sie so etwas gesagt hat. Sie hat sie nicht alle. Die ganze Sache hat mich nachdenklich gestimmt. Ich hatte über die Jahre viele Partner. Sie, Nemro, einen Kerl namens Rawl, der republikanische Versorgungsschiffe entführt hat. Er hatte Credits und Mumm in den Knochen. Könnt ihr da mithalten? Müsste ich wetten, würde ich sagen, dass Rawl nicht so aufregend war wie ich. Ansonsten wärt ihr ja noch bei ihm. In Ordnung, dann wäre das geklärt. Trotzdem ist es seltsam, dass ich nach all diesen üblen, cleveren und reichen Leuten bei euch gelandet bin. Das Schicksal hat es gut mit uns gemeint. Letztendlich hat sich unsere Partnerschaft bezahlt gemacht. Ihr seht das alles zu eng, Agent. Ihr müsst auch mal einen Spaß vertragen können. Ach Mann, ich habe gedacht, wir haben damit ein bisschen... Okay, na gut. Manchmal antwortet er nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber in Ordnung. So, Holoterminal. Ihr Aufseher an Ziffer 9. Wenn ich das richtig sehe, spielt ihr den Boten für Darth Zorit. Ich bin nicht in der Position, die Angelegenheiten eines Mitglieds des Rats der Sith zu beurteilen, also frage ich erst gar nicht, was ihr will. Ich rate euch lediglich, sehr vorsichtig zu sein. Ich habe sie jetzt zweimal getroffen, aber ich kenne sie immer noch nicht richtig. Ich kann euch nicht viel sagen. Auf jeden Fall wird sie von den anderen Ratsmitgliedern nicht gerade geschätzt. Es gab Widerstand, als der Sitz ihres Vaters auf sie übergehen sollte. Zorit ist zu Darth Yadus alten Gemächern auf Drom und Kaas gereist. Sie erwartet euch dort. Aufseher Ende. Sehr interessant. Super cool. Das heißt, es geht zurück nach Drom und Kaas. Übrigens, den Rat der Sith. Und die Sith alle, die da mit dabei sind und so weiter, die werden wir alle noch kennenlernen, wenn wir unseren Sith spielen. Wichtig ist für mich, dass ihr erst einmal, oder ich, ne, also dass wir gemeinsam erst einmal herausfinden, wie das Sith-Imperium überhaupt aufgestellt ist, wie das funktioniert, was so drumherum läuft. So haben wir das mit dem Schurken auch gemacht, also mit dem Schmuggler. Da haben wir ja festgestellt, dass die Republik eben Schmuggler einsetzt als Freibeuter, um dem Imperium zu schaden, mit Aufträgen, die die Republik eben nicht offen machen kann. Und was wir jetzt hier machen, ist eben herausfinden, wie das Imperium arbeitet. Bevor wir dann eintauchen in das ganze Jedi- und Sith-Zeug, sollten wir halt eben erst einmal die ganze Umgebung kennen. Übrigens, bevor wir jetzt hier rausgehen, wir gehen jetzt hier mit Darth Zorit sprechen. Und das bedeutet, wir können unseren Designer nehmen und hier als Offizier bei ihr auftauchen, denke ich mal. So wie sich das gehört. Also gehen wir doch mal dorthin. Ja, wir sind auf Drom und Kaas. Okay, wir haben unser vertrautes Blastergewehr noch mit dabei, das wir uns selbst besorgt haben, zum einen, und zum anderen haben wir uns auf der Fahrt umgezogen, sind jetzt also wieder mit unseren Offiziersklamotten unterwegs, denn wir machen ihr sowieso nichts vor, der gute Darth Zorit. Sie weiß ja, dass wir ein Geheimagent sind.
heißt also, wir müssen jetzt nicht unbedingt in Tarnklamotten unterwegs sein. Mit unserer Tarnung meine ich natürlich. Es sind jetzt nicht gerade Tarnklamotten, aber ne, wisst ihr? So, super. Also hier raus. Und dort müssen wir hin. Ihr könnt theoretisch, man sieht, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Kann ich vielleicht mal. Moment. So, auf der Karte gucken. So, so. In Car City ist sie ganz genau richtig. Was wir machen. Ich kann mich hier nicht teleportieren. Okay. Wir gehen erstmal raus und teleportieren uns nach Car City. Weil wir könnten eine Fähre nehmen, aber ich glaube, teleportieren ist auch eine gute Idee. Es geht ein bisschen schneller als mit der Fähre. Aber wir können hier nicht teleportieren. Wir müssen erst einmal hier raus. Also Schnellreise können wir jetzt hier nicht benutzen. Super. So, dann machen wir jetzt hier die Schnellreise. Und zwar direkt dort zum Sith Allerheiligsten. Denn dort wird sie uns ganz sicher erwarten. Sehr schön. Und ihr seht, ihr habt recht. Okay, dann ist die Frage, in welchem Zimmer ist sie? Ganz hinten rechts übrigens ist auch cool hier, ne? Das hat so ein, in der Mitte, so dieses imperiale Logo, ne? Das hier, diese Umrisse. Sehr schön. Das Teil in der Mitte, wunderschön. Ich bewundere das immer wieder, wie geil das aussieht. Großartige Arbeit vom Imperium. Ich schätze mal, wir müssen da oben hoch und uns dann rechts halten. Nur mal ganz kurz, nicht, dass ich wieder eine Sackgasse laufe. Genau, richtig, hier erstmal lang. Und dann rechts halten. Das ist ein Inquisitor-Ausbilder. Und wir sind am Ziel. Habt ihr eure Lektion gelernt, Aufseher? Ah! Ja, das habe ich, mein Lord. Mir gefällt dieser Name nicht. Ihr solltet wirklich besser auf eure Agenten aufpassen. Wo wir schon davon sprechen. Ziffer 9. Ich plaudere gerade mit eurem Vorgesetzten. Geht es euch gut? Ja, danke, Agent. Ich werde... Ihr sprecht mit mir, nicht mit ihm. Er wäre gar nicht hier, wenn ihr nicht so respektlos wärt. Bei unserer letzten Unterhaltung habt ihr etwas gesagt, das mich... verärgert hat. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich dachte erst daran, euch töten zu lassen. Aber dann fragte ich mich, wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Da habe ich mich entschieden, den Aufseher zu bestrafen. Was habt ihr mit ihm vor? Ich weiß nicht. Mir wird schon langweilig. Aufseher, ihr könnt gehen. Die Ziffer und ich haben etwas zu besprechen. Ich danke euch. Und was euch betrifft, Ziffer, schön, dass ihr am Leben seid. Die Situation wird gefährlich. Gefährlich? Und unberechenbar. Genau. Seid vorsichtig. So, Vjordjanol. Ist er das? Oder ist das nur eine weitere Leiche für meine Sammlung? Ihr habt eine... Leichensammlung? Ich mache Witze, Agent. Ich werde jetzt etwas Zeit mit Janol verbringen. Er wird mir alle Geheimnisse meines Vaters verraten. Erwartet ein Zeichen meines Dankes. Und seid sicher, dass ich euch wieder zu mir rufe, meine Ziffer. Oh, wir sind also mittlerweile Ihre Ziffer. Dann habe ich etwas, worauf ich mich freuen kann. Denkt daran. Träumt von mir und den Diensten, die ihr mir leistet. Wir werden sowas von ihr träumen. Da ist auch der gute Vjordjanol. Also wir werden auf jeden Fall von dir träumen, aber ich weiß nicht, ob das so schöne Träume sind. Benutze das Holoterminal deines Schiffs. Das werde ich tun. Dafür sollte ich mich am besten ein wenig schnell reiserisieren hier. Allerdings kann ich das erst in ungefähr 43 Sekunden machen. Also teleportiere ich mich zu meinem Schiff zurück, Freunde. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich schneide das schnell, ne? Das müsst ihr nicht unbedingt sehen. Bis gleich. So, wir heben also ab von Dromund Kaas hier mit unserer Phantom. Ein so cooles Schiff, das ich immer wieder nur bewundern kann. Und vor allem, wie gesagt, ich mag auch die Startanimation, darum zeige ich die hier sehr gerne, denn ich finde, die bringen sehr viel Atmosphäre hier mit rein. Und wann immer wir dieses grandiose Schiff in Action sehen, bin ich voll mit dabei. Und ich werde jedes Schiff bewundern, das wir haben, sehen und benutzen dürfen. So, damit sind wir also wieder an Bord. Und ich habe das Schiff während Ihrer Abwesenheit gründlichst gereinigt. Ich bin stolz auf dich.
Den kann ich riechen, ganz genau. Der hat auch irgendwie gesagt, der hat unseren Schuh verbessert und wir sollten eine Schuhverbesserung von 0,0008% merken oder sowas. Ich mag den Druiden, der ist toll. Okay. Übermittle Sicherheitscodes. Hier Wächter 2 für Ziffer 9. Ich bin froh, dass ihr wieder im Dienst seid. Nach der Ausschaltung der Zellen auf Balmora und Nashada ist der Rest des Terrornetzwerks aufgescheucht worden. Wie genau reagieren Sie darauf? Erhöhter Funkverkehr, Warentransfers, Schaffung von Unterschlüpfen. Wirklich faszinierend. Ich habe euch bereits von der geheimen Waffe des Adlers erzählt, den Vernichtern. Wir wissen immer noch nicht, um was es sich dabei handelt, aber wir konnten diese Nachricht abfangen. Sobald sie einsatzbereit sind, werde ich selbst die Zielcodes eingeben. Erst dann werden die Anweisungen übermittelt. Aber alle Zellen sind dazu aufgefordert, Angriffe auf Sekundärziele vorzubereiten. Sobald die Vernichter jede imperiale Festung ins Chaos gestürzt haben, müsst ihr die Feuer schüren. Ihr werdet euch aus den Ruinen emporheben. Formt die Zerstörung zu einer Botschaft. So werden wir siegen. Das war der Adler persönlich. Es scheint, dass das Attentat auf Darth Yaddos nur der Anfang war. Wir haben bereits 2 seiner Terrorzellen eliminiert. Wir können ihn aufhalten. Ich habe unsere Chancen abgewägt. Ich wünschte, ich könnte so optimistisch sein wie ihr. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten. Wir haben Hinweise auf 2 neue Terrorzellen, die entscheidend für die Effektivität des Netzwerks sind. Sie sind eure nächsten Ziele. Reist nach Tatooine und Alderaan. Die Reihenfolge überlasse ich euch. Eure Mission wird dort fortgesetzt. Wächter 2, Ende. Sie sagt, die Reihenfolge überlässt sie uns, aber es gibt eine gewisse Reihenfolge und die hängt mit dem Level zusammen. Alderaan ist für Level 28 und Tatooine ist für Level 24. Das bedeutet, wir werden zuallererst nach Tatooine reisen und das machen wir aber in der nächsten Episode. Freunde, wir haben neue Aufträge und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen in der nächsten Episode. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart und möge die Macht des Sith-Imperiums mit euch sein.